Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ihr habt abgestimmt und deshalb schauen wir uns heute diesen schnicken Ordner an. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute widmen wir uns diesem Ordner hier mit einem Wert von circa 4.100 bis 200 Euro. Das Ganze ist eigentlich wieder ein relativ bunter Mischmasch. Wir haben hauptsächlich Legendary Collection Yugi und Joey's World Sachen drin, Unlimited und First zusammengemischt. Und das hier ist wieder diese typische Art von Ordner, die ich euch gerne zeige, wo halt einfach alles zusammengewürfelt wurde, was in den anderen Ordnern keinen Platz mehr hatte. Und jetzt auch hier den Magnethaltern hart sozusagen. Und da schnacken wir gar nicht lange. Wir fangen an. Auf der ersten Seite haben wir noch normale Karten aus alten Main Booster Sets, Unlimited. Das ist aber auch die einzige Seite tatsächlich. Danach geht es sofort mit Legendary Collection Yugi's World los. Ein paar exotischere Sachen wie hier Dark Room of Nightmare oder auch Barrel Behind the Door aus Foreign Guardian war das, glaube ich. Und dann natürlich noch ein paar Standardsachen. Ersatzsoldat, also Backup Soldier, auch eine coole Sache. Überhaupt nichts wert, weder als First noch als Unlimited mittlerweile. Obwohl sie schon so alt ist, also wirklich im Cent-Bereich. Im OCG übrigens witzigerweise eine andere Farbgebung als bei uns im TCG. Die sind hier im OCG eher so violett-rot und nicht gelb. Da finde ich unsere tatsächlich schöner. Warum das so ist, kann ich euch aber auch nicht sagen. So, jetzt schieben wir das Ganze mal ein bisschen rüber und gehen auf die zweite Seite. Da begegnet uns der erste Legendary Collection Stuff. Wir haben jetzt zwei komplette Exodias als Erstauflage. Ist übrigens auch wieder gemischt, ne? First und Unlimited. Wie gesagt, das ist ein Restebinder, also nicht wundern. Hier herrscht nicht allzu viel Ordnung. Also hinten kommt dann auch nochmal ganz anderer Krempel, der eigentlich gar nichts zu suchen hat. Aber hier habe ich wirklich alles zusammengehauen, was ich finden konnte, was übrig geblieben ist. Und ja, genau, dann sehr stolz bin ich auch auf meine drei Paladine, die ich hier noch habe. Auch alle drei First Edition tatsächlich. Der schwarz glänzende Soldat, auch First Edition, ist ein bisschen gesunken. Der ging ja vor einer Weile noch einen glatten Huni in etwa. Mittlerweile liegt er, glaube ich, so bei 88 Euro, 88 bis 90 Euro. Brain Control, auch eine schöne Karte. Auch tatsächlich hier Ami, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mich persönlich interessiert Ami ja jetzt nicht so wirklich, aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Die Leute lieben es. Und ihr seht halt auch wirklich die Condition, ne? Ist einfach perfekt. Wunderschön. Genau. Book of Moon. Zweimal. Es ist, glaube ich, nicht so viel wert tatsächlich. Wobei die auch wunderschön ist als Secret Rare. Aber Brain Control geht, glaube ich, auch 20 Euro in etwa. Also schon eine ganze Menge mittlerweile. Ich habe es gestern Nacht alles zusammengerechnet, deswegen habe ich das nur noch so schemenhaft im Kopf. Kann auch sein, dass das nur ein Zehner war. aber es wurde auf jeden Fall richtig zusammengerechnet, das auf jeden Fall. Die dunklen Paladine sowieso ist eine wunderschöne Sache. Da habe ich auch schon einige in Magnethaltern drin. Also da sind wirklich tolle Sachen dabei. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Wir wollen uns ja nicht allzu lange aufhalten. Da haben wir nochmal die vier Teile. Ohne Kopf tatsächlich. Der war damals dabei. Ich erinnere mich noch sehr genau an diese Exodia. Die habe ich mir einzeln dran gekauft und sie war auch Nirmen, wie beschrieben. Die Teile hier, die waren wirklich Mint, aber der Kopf, der hatte halt leichtes Silvering und somit war er nicht mehr zu gebrauchen, musste ich das auseinanderreißen leider. Den Kopf habe ich damals noch, ich glaube, für 100 Euro verkauft tatsächlich. War eine schöne Geschichte, da waren es sogar 120, irgendwie so. Coole Sache auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein paar Bottomless Trap Holes in Ultra Rare aus der, war das jetzt Joey's World? Ich glaube, das muss doch Joey's World gewesen sein, oder? Das war sogar Yugi's World. In Joey's World kamen sie dann als Secret Rare tatsächlich raus. Da sind sie wesentlich interessanter und wesentlich schöner als Secret Rare, wie ich finde. Zweimal das finstere Horn des Himmels. Was haben wir hier noch erwähnenswertes? Die gehen noch ein paar Euro. Nicht besonders viel, aber immerhin ein paar. Der Topf geht nochmal in 20. Er hier ist richtig teuer. Das ist, glaube ich, auch ein Ami. Ne? Also ich habe hier sehr, sehr viel Ami-Zeug. Warum? Das ist ganz einfach. Die amerikanischen Karten waren damals nicht so anfällig für Silvering, tatsächlich. Also, was diese Sets angeht, ist der amerikanische Print tatsächlich der bessere, weil man die einfach noch in besseren Zuständen findet. Die Euro-Prints, ja, die haben halt sehr häufig Silvering. Man findet sie auch noch tatsächlich im Top-Zustand, aber halt nicht ganz so häufig wie halt die Amis. Auch wenn ich von Finish der Amis nicht wirklich überzeugt bin. Dann haben wir ein paar Mirror Forces, ein paar Monster Reborns, Pyramidenschildkröte, der Inbegriff des Ägypten-Feelings überhaupt, Shining Angel.
Big Shield Gardner auch sehr, sehr wertvoll tatsächlich. Zumindest das Erstauflage, der ist jetzt unlimited, aber auch unlimited geht der seine paar Euro. Natürlich die Morphing Jars und die Black Holes sind auch alles schöne Karten. Ich glaube, Black Hole geht mit 5er oder so. Ist jetzt nicht die Welt. Also man kann tatsächlich immer noch einiges von dem Stuff zu einem sehr gut bezahlbaren Preis kriegen. Manches ist halt ein bisschen arg teuer, sage ich mal. Zum Beispiel die mystische Tomate. Die geht first, glaube ich, 10 Euro oder so. Da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich. Okay, sie ist natürlich eine sehr klassische Karte. Sie ist sehr, ja, sie ist halt, wie soll man sagen, es ist ein Klassiker. Na klar, vielleicht sucht die jemand speziell, viele Leute, die Sets komplettieren wollen, aber ich habe nicht gedacht, dass die in 10er geht. Und andere Karten, wie zum Beispiel Schwarzes Loch, nur ein 5er. Na, also da finde ich, das Schwarze Loch ist halt schon ein bisschen ikonischer. Dann die Zwangsevakuierungsgeräte, glaube ich, auch jeweils 5 Euro oder so. Er hier ist noch ziemlich teuer, tatsächlich. Der Abgrundkönig oder wie er heißt. Auch Gaia war mal sehr wertvoll als Super Rare. Der ging mal eine Zeit lang, wurde der für 70 Euro verkauft als Super Rare. Ne? First Edition allerdings, hier Unlimited. Mittlerweile aber nicht mehr. Ne? Der ist auf jeden Fall, da ist der Markt wieder gesättigt, sagen wir mal. Das war wahrscheinlich so eine Knappheit, die da geherrscht hat in dem Moment, weil wieder alle Leute gebunkert haben. Aber ich habe den wirklich für 70 Euro über die Ladentheke gehen sehen. Maschinenduplizierung, eine Karte, die auch aus diesem Set immer mal wieder steigt und sinkt, je nachdem wie spielbar die Karte halt im Moment ist, weil die wird ja auch gerne mal gespielt. Da gibt es ja noch Zeiten, wo allein die Rares und so schon ziemlich wertvoll sind von der. Was haben wir noch? Beschwörungsmönch ist ganz gut. Die Riesenratte geht, glaube ich, auch mittlerweile 3, 4, 5 Euro in etwa, das Stück. Auch eine Karte, die eigentlich mit am häufigsten noch zu finden ist aus dem Set als Secret Rare. Aber auch eine sehr ikonische Karte, wie ich finde. Wirklich wunderschön. Dann haben wir hier auf einmal random Siegel von Orichalcos und habe ich wahrscheinlich da rein, weil die halt einfach zu der Legendary Collection 3 dazugehört haben. Fragt mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Kann ich euch nicht mehr sagen, aber sie sind da auf jeden Fall. Das sind jetzt die Promos. Die gehen natürlich nicht so viel. Dann haben wir hier die Feuerprinzessin. Ist auch ganz cool. Was haben wir noch Schönes? Der Chaos Sorcerer, der ist auf jeden Fall noch ein paar Euro wert. Der ist natürlich auch spielbar, glaube ich. Whitehorn Dragon. Gibt es alternativ nur als Rare aus irgendeinem McDonald's-Pack, glaube ich. McDonald's-Pack-Karten sind hier übrigens auch drin. Die Cummins, die kommen dann ganz am Ende oder so. Die sind übrigens auch ziemlich teuer mittlerweile. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts großartig Erwähnenswertes. Raikiki Break ist natürlich eine schöne Karte. Das ist alles ziemlich... Das sind alles Dinge, die halt sehr viel Retro-Feeling in mir persönlich auslösen. Aber jetzt hier vom Wert her noch nichts allzu Großes. Auf der anderen Seite sieht es dann schon wieder anders aus. Da haben wir den Dark Magician, der mittlerweile relativ viel geht. Genauso wie die Dark Magicians of Chaos. Die sind mittlerweile auch ziemlich hoch im Preis. Necro Valley geht, glaube ich, auch nochmal ein 5er oder so in etwa, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch die beiden Rex gehen, glaube ich, ein paar Euro. Jetzt nicht die Welt, aber zumindest ein paar. Imperial Order brauchen wir gar nicht reden, sowieso. Ne? Das ist auch ein Secret Rare Print tatsächlich, wie aus dem ursprünglichen Originalset. Canon ist, glaube ich, der einzige TCG-Print, abgesehen von der Preiskarte, den es gab. Also, die ist relativ niedrig eigentlich. Also, die ist gar nicht so gesucht, offensichtlich. Aber wer die haben will, muss wohl auf die hier zurückgreifen. Oder eben die Preiskarte. Aber die ist natürlich wesentlich teurer. Geisteszersetzung, auch so eine Karte, die immer mal wieder steigt und sinkt, je nach Spielbarkeit. Genau. Kartenzerstörung, ne? Wer die Prismatic Secret Rare aus TSC oder wie sie hieß, nicht mag, kann sich gerne auch die holen. Mystical Shine Ball geht auch nochmal ein 5er je Stück. Ranzo war, glaube ich, auch noch mit ein paar Euro dabei. Hier ist zum Beispiel, das verstehe ich nicht, wir hatten hier einen Whitehorn Dragon, jetzt haben wir hier auch nochmal einen. Also das ist, wie bereits gesagt, wirklich alles zusammengewürfelt. Dann kommen wir so ein bisschen zu den Dark Worlds. Die habe ich, glaube ich, zusammensortiert gehabt. Die beiden Harpien, die gehen ja gar nichts mehr. Die waren mal sehr, sehr teuer tatsächlich, aber seit Lost Art sind die ganz schön gesunken. Wahrscheinlich, weil die Leute jetzt eben die holen und nicht mehr die. Sind ja auch ultra rare und dann auch noch unzensiert, ist ja klar, was die Leute dann eher wollen. Aber als Lost Art noch nicht auf dem Markt war, waren die wirklich einiges wert. Also 15, 20 Euro das Stück mittlerweile, bei weitem nicht mehr. Dann haben wir Silver. Silver geht ein paar Euro. Ich glaube 3 oder 4 das Stück. Ne? Der war auch mal billiger. Also der ist mittlerweile auch ganz schön gestiegen, muss ich sagen. Und es gehört immer noch mit einer meiner Lieblingskarten aus dem Dark World Thema. Dark World ist ja sowieso mein Lieblingsthema überhaupt. Die Snows sind auch recht teuer, ich glaube 7 Euro das Stück oder so. Die Bros gehen,
die gehen auch irgendwie 3 oder so. Die Golds gehen gar nichts. Ne, die gehen noch nicht mal 1 Euro, die gehen irgendwie 80 Cent oder so das Stück. Gold war aber immer mein Lieblings Dark World Monster. Deswegen, ich mag den auch in diesem alten Gold Rare so gerne. Ne? Gold, Gold, ne? Passt einfach. Sehr coole Geschichte. Dann geht's hier mit den Spellcards weiter. Dann haben wir hier Blitzgewitter der finsteren Welt, Zugang zur finsteren Welt. Das sind Karten, die haben für mich persönlich einfach einen enormen Charme. Beige oder Beige, je nachdem, spricht ja jeder irgendwie anders aus. Geht auch nochmal ein Zwickel, glaube ich, das Stück. So Pi mal Daumen, Bronn geht nix. Der geht ein paar Cent. Genau, aber sehr schöne Karten. Ich mag das mit diesem einheitlichen Hintergrund und mit diesem einheitlichen Zeichenstil. Da gibt es halt andere Themen, wie zum Beispiel die Albtraumritter oder so. Die sehen alle cool aus, alle außergewöhnliche Artworks, aber du siehst halt keinerlei optische Zusammengehörigkeit. Und das ist innerhalb eines Themas etwas, das ich gerne sehen würde. Ja. Einfach, dass das zusammengehört und dass es gewisse Merkmale gibt, die halt einfach darauf hindeuten, dass sie sich schon optisch klar machen, dass das zusammengehört. Wie zum Beispiel der Background bei den Geistrick, ne? Sowas. Da siehst du, das ist ein Geistrick, man, das siehst du einfach. Ne? Und da gibt es aber sehr, sehr viel heute, bei dem das einfach nicht mehr so ist. Finde ich schade. Bei generischen Karten gar kein Thema, aber bei Karten, die eigentlich zusammengehören, ne? Dann natürlich die Tore zur finsteren Welt. Und nochmal Beige, dann haben wir hier nochmal 2 Mirror Forces hier. Die sind auch ziemlich teuer. 4-mal der HP Flederwisch, 1-mal aus der Legendary Collection Yugi's World und 3-mal aus Joey's World. Preislicher Unterschied liegt bei 6 Euro. Na, die Yugi's World geht zu 27, die anderen gehen so 21, 22 vielleicht, je nachdem. Das sind auch wunderschöne Karten. Auch hier wäre keine Lust auf die Prismatic Secret Rare, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendjemanden gibt, der die nicht mag. Kann sich auch gerne daran orientieren. Kann sich da welche holen. Ist auch sehr, sehr cool tatsächlich. Dann 2 Playsets der Karte, die im Preis wohl am allermeisten abgestürzt ist aus dem Set, und zwar Raigeki. Gibt es ja auch aus Yugi's World. Aus Yugi's World gehen sie so 12 Euro, aus Joey's World so um die 8. Die war mal bei 30, Leute, bei 30, 35, aber dann kamen halt diese inflationären Reprints von Raigeki, zum Beispiel in der Megaton 2019, im Prismatic Secret und so. Und da ist der Wert natürlich hier etwas gesunken, sag ich mal, ne? Dementsprechend fand hier auch eine immense Entwertung statt. Topf der Trägheit auch sehr schön, wobei ich jetzt den Preis nicht mehr im Kopf habe. Dann haben wir nochmal hier eine Fallenfalle und nochmal 2 Evakuierungsgeräte, 2 Monster Reborns in Ultra Rare. Das wohl hässlichste Vieh auf Erden, auch wieder als Ami. Wie hieß sie nochmal? Kappa Zauls oder irgendwie so. Lass mich mal rausholen. Mach mal schnell schauen, weil ich kann das von hier aus nicht lesen. Genau, Kappa Zauls. Tatsächlich eine deutsche, habe ich auch noch als Ami hier drin. Das weiß ich, habe ich nämlich damals geschenkt bekommen. Als Ami-Playset tatsächlich. Vom lieben Daniel, glaube ich, war das. Von Daniel, ja. Und die müssten wir dann auch hier sehen. Genau, das sind die hier. Ein Playset. War wirklich nett von ihm, sehr, sehr schön gewesen. Fand ich mega cool, ja. Von denen habe ich tatsächlich auch gar nicht so viele. Ich glaube, abgesehen von denen habe ich noch 3 oder 4 weitere, die aber schon im Magnethaltern sind, deswegen, sonst wären die auch hier drin. Dann haben wir Reisender Tribut, die mittlerweile auch gut teuer ist, mit 20 Euro das Stück. Ich glaube, so hier 1-mal Ami oder 2-mal Ami, 1-mal Deutsch. Mystische Raumtaifune habe ich unendlich oft, aus der Legendary Collection habe ich auch schon 9 oder 10 Stück in Magnethaltern und eben die hier, also das sind auch eine ganze Menge. Natürlich die Sündenböcke, auch klar, Goat-Format und so, immer gesucht. Gehen auch ein paar Euro, logisch. Es läppert sich halt alles zusammen. Ne? Dann hier die Bottomless Trap Hole, die ich meinte, als Secret Rare. Also jetzt hier tatsächlich eine deutsche Version. Und die Legendary Collection Joey's World war auch von der Print-Quali ein bisschen besser. Da kann man sich dann auch die deutschen nehmen. Die sind da von der Resistenz her, sage ich mal, gegen mechanische Einflüsse wesentlich besser. Ne? Also die guckst du nicht schief an und die haben sofort eine silberne Stelle, sondern da war das ein bisschen besser gelöst. Ich erinnere mich sogar daran, als wir mit unserem Kanal angefangen haben damals. Er hieß damals noch Unboxing and Barter, was der dämlichste Kackname war, den ich mir jemals ausgedacht habe. Jedenfalls haben wir da eine dieser Boxen geöffnet und die war damals schon selten. Ne? Also es war schon ein Phänomen, dass wir die noch gekriegt haben in einem regulären Online-Shop. Also das war schon eine coole Geschichte. Leider haben wir nicht viel daraus gezogen. Sehr häufig die hier tatsächlich. Genau, dann haben wir nochmal ein paar schwarze Löcher. Nochmal Kappa Zauls, nochmal auf Deutsch an der Stelle. Nochmal 2-mal die Zombie World.
ein tödliches Begräbnis, die auch ein paar Euro geht. Die Tigerdame, sehr schön. Die Dunamis finstere Hexe, die allerdings nicht besonders viel wert ist. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen mit der Kamera gewackelt. Weiß gerade nicht. Falls ja, tut mir leid. Genau, aber auch wunderschön tatsächlich. Wie gesagt, dieses ganze Legendary Collection Zeug, also speziell die Dreier und die Vierer, die fand ich schon mega. Ne? Also das sind schon tolle Sachen gewesen. Dann haben wir hier nochmal einen Harpien Spieldrache, der ist auch wieder ein bisschen gesunken. Der ging mal 15, 16, 17 bis hoch zu 20 Euro. Da ist er jetzt auch mittlerweile weit von entfernt wieder. Zweimal kaiserliche Eisenmauer, ging glaube ich 2,50 das Stück oder so. Schwerer Sturm. Den Red Eye Speed Dragon, auch cool aus der Legendary Collection, First Edition, auch Army Print tatsächlich. Den gibt es ja auch in zwei verschiedenen Varianten, zwar nicht aus dem Set, aber im Allgemeinen. Ich weiß gar nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber seht ihr das? Der hat hier lauter grüne Wolken und den gibt es aber auch mit schwarzen Wolken. Ne? Da haben sie sich in der Farbgebung, sind sie da etwas fantasievoll gewesen, sage ich mal. Also ich glaube, der BNZ hatte schwarze Wolken und alles, was danach kam, hatte grüne Wolken. Kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig garantieren. Dann haben wir hier nochmal einen reißenden Tribut. Zweimal in Zahlung haben wir Babydrache, auch eine sehr coole Karte. Genauso wie der Spirit Reaper. Der geht, glaube ich, auch 1 Euro das Stück oder 1,50 irgendwie so. Hier wird es dann wieder wesentlich günstiger tatsächlich. Also das alles hier, das ist im Cent-Bereich. Ich glaube, die hier geht noch 1 Euro oder so. Aber die Hörner, die sind alle... Vom Wert her nicht erwähnenswert, sage ich mal, aber natürlich von der Optik her wunderschön, klar. Verstärkung für die Armee, 2 Playsets, die gehen noch ein paar Euro. Ich glaube, vorne der Egotist auch nochmal 1 Euro das Stück oder irgendwie 80 Cent, irgendwie sowas um den Dreh. Aber es ist wirklich schwierig, teilweise diese ganzen, vor allen Dingen diese Yugi-Sachen, in einem guten Zustand herzukriegen. Also was ich da teilweise gucke, wenn ich mal was Spezielles ranholen möchte, zum Beispiel einen dunklen Paladin auf Deutsch oder so, bis du da mal einen findest ohne Silvering, da vergeht eine Zeit. Dann, hier haben wir nochmal ein paar Hörner, Polymerisation, das ist jetzt wieder so ein bisschen random Gekröse, wieder ein paar Pyramidenschildkröten, hier diesmal als Super Rare, amazonische Paladin, die geht glaube ich 1 Euro, 1 oder 2 Euro, Jagdgründe, auch mega cool. Das sind dann eher so die Karten, die man damals nicht unbedingt ziehen wollte, sage ich mal, da gibt es einfach bessere Optionen innerhalb dieses Sets, aber das sind halt trotzdem schöne Karten, die einen ziemlich... immenses Retro-Feeling, sage ich mal, bei mir persönlich erzeugen, auch wenn ich sagen muss, dass die Print-Quali, die Oberfläche und so, das erinnert schon eher so an moderne Karten, eher so an heutige Karten tatsächlich, ne? Also mit der alten Print-Quali hat das hier alles nichts mehr zu tun. Ja. Genau, dann haben wir hier noch die Harpie. Die Harpie selber, die ist noch relativ teuer aus dem Set, die geht glaube ich 2-3 Euro oder so. Die untere, die Harpie 1, die geht glaube ich auch nochmal 1,50 und die Harpie 2 ist dann schon wieder nichts mehr wert. Die ist dann wieder im Cent-Bereich. Dann haben wir hier aus der Legendary Collection 1 die Promos. Da ist die teuerste, glaube ich, der Red Eyes. Der geht auch 1 Euro so, 1,50 das Stück. Also von den Nicht-Götterkarten, ne? Schon klar. Hier haben wir dann die ganzen Götterkarten, alle aus der Legendary Collection 1. Ja, da geht so... Also sagen wir mal, alle hier zusammen, also alle 5 Slifers gehen so 15 Euro. Das gleiche gilt auch für die Obelisks und alle Ras zusammen gehen so etwa ein 10er. Ne? Also sind jetzt auch nicht die teuersten Karten, aber ich muss sagen, eigentlich, wenn man bedenkt, dass die damals doch nochmal ein Eck günstiger waren, also die sind schon wieder ein bisschen gestiegen. Nicht viel, vielleicht um 30, 40, 50 Cent. Aber sie sind gestiegen. Ne? Also da ist dann doch vielleicht wieder Potenzial nach oben da. Ne? Speziell auch da die Karten natürlich vom Print her. Ne? Die hatten also noch den kleineren, das kleinere Bild und so. Das ist dann doch noch eher so ein bisschen retromäßiger. Ja. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Und hier nochmal ein Five-Headed Dragon. Und jetzt wird es so ein bisschen wirr. Jetzt kommt dann noch Premium Pack dazu. Und Wächter Yathos. Das sind jetzt noch die von der Legendary Collection 4, die Promos. Hier wird es auch nochmal ein bisschen wertvoller, weil diese ganzen Secret Rares hier, das sind normalerweise, also die ringsrum, die in der Mitte nicht, aber die anderen, sind normalerweise alles Super Rares gewesen in ihrem eigenen Set. Allerdings gab es pro Display einen Booster, in der alle Karten, auch die, die eigentlich nur als Super Rare rausgekommen sind, als Secret Rare zu erhalten waren und die gehen mittlerweile einiges, also so zwischen 5 und 35 Euro das Stück. Da fällt mir gerade auf, den habe ich gar nicht mitgerechnet. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß ganz genau, ich habe den nicht nachgeguckt. Da war ich wohl unachtsam.
Aber ist egal, das macht jetzt vom Großen und Ganzen auch keinen Unterschied mehr. Also wie viel der gerade geht, weiß ich nicht, aber der war mal sehr teuer. Dann war er wieder günstiger. Müsste man gucken. Die teuerste Karte finden wir dann tatsächlich auf der nächsten Seite. Und zwar ist das der Zeradamant. Da kostet einer 37 Euro in etwa, so 35 bis 37. Mitsukis, na klar, ist eine gute Zombie-Karte. Ist auch noch relativ wertig. Marshmallows gehen auch ein bisschen was mittlerweile. Zwar nicht die Welt, aber ich glaube so ein Zwickel gehen die jeweils. 2-3 Euro vielleicht, klar. Ist aber auch eine wirklich schöne Yu-Gi-Oh!-Karte, muss man sagen. Das ist süß und trotzdem noch ernst zu nehmen. Ne? Wenn man sich heute mal diese Kuscheltiere anguckt, Kuscheltierlöwe und so, da kommt einfach das kalte Grausen. Nichts gegen die Schreckenpelzmonster, die sind cool, aber nicht die Kuscheltiere. Phoenix Wing Wind Blast, der geht glaube ich auch ein Fünfer, ist hier Unlimited, ist eine englische, aber keine Ami. Hier haben wir dann auf einmal wieder hier LC03 Stuff. Der Skull Servant kostet 25, obwohl er nicht First ist. Also der ist ziemlich teuer. Die sind natürlich auch ziemlich teuer. Change of Heart, Ami tatsächlich, First Edition. Ist auch natürlich, dadurch, dass es halt Ami ist, wahrscheinlich wieder teurer. Nochmal Necro Valley. Also das, die Seite ist dann schon wieder ein bisschen wertiger. Auch die zwei gehen zusammen, glaube ich, nochmal ein 5er oder 6 Euro in etwa. Und hier haben wir dann diese ganzen McDonald's-Pack-Karten. Wobei hier auch nochmal zwei Karten sind, die interessant sind. Das ist tatsächlich die wertvollste Secret Rare aus dem Premium Pack 2. Eigentlich auch eine Super Rare gewesen, Sengenjin. Die geht, glaube ich, 40 Euro tatsächlich. Also es ist nicht der Seradamant, die ist nochmal ein bisschen teurer. Nicht viel, aber ein bisschen. Dann haben wir hier die McDonald's-Pack-Karten. Bezahlbar hier ist zum Beispiel der Moon Envoy, die bloß einen Euro geht, oder hier die Flöte, die geht einen Fünfer, aber er zum Beispiel geht so an die 16, 17 Euro, der ist glaube ich auch irgendwo bei 20, der hier 8, also das sind Rares und Commons, die schon einiges gehen tatsächlich aus dem McDonald's Pack 2, waren auch Karten, die man eigentlich so an sich gar nicht großartig beachtet hat und deswegen haben sie natürlich heute einen immensen Wert, ne? Findet man auch gar nicht mehr so häufig. Ich persönlich hatte das Glück, dass ich sehr viele Cummins geschenkt bekommen habe im Laufe der Zeit. Ich habe mir die alle, die ich besitze, und ich habe ziemlich viele davon, habe ich nie großartig rangekauft, sondern ich habe die meistens geschenkt gekriegt. Und ja, war ein teures Geschenk, rückwirkend betrachtet. Also ich sag mal, die Seite hier, da sind wir auch bei, also ohne die beiden jetzt, da sind wir auch bei 50 Euro in etwa. Ja, also schon krass. Und ja, dann sind wir hier eigentlich bei der prinzipiell letzten Seite. Da haben wir auch nochmal so ein paar McDonald's-Pack-Sachen. Der ist auch noch ein bisschen teurer. Und da haben sich irgendwie ein paar Firsts eingeschlichen, woher die auch immer kommen. Zweimal keltischer Wächter. Das ist, glaube ich, ist das eine Asian English? Keine Ahnung, weiß gerade gar nicht. Lass mal gucken. Dann mal schnell schauen. Also zum einen der Zustand, ne, ist natürlich Sanic. Und ja, das ist eine Asian-Englische. Das habe ich irgendwie schon an der Print-Quali erkannt. Weil die ist, das erkennt man einfach. Man hat irgendwann so ein Auge dafür. Genau, Jinzo. Und das hier ist eigentlich, das ist eigentlich vollkommen uninteressant, momentan zumindest, weil das ist eigentlich der Anfang von einem Ordner, den ich noch machen wollte. Das habe ich hier bloß zwischengelagert, weil ich wegen den paar Seiten jetzt keinen neuen Ordner kaufen wollte. Da will ich mal einen Super Rare Binder machen, mit den schönsten Artworks, die so, die halt so im Super Rare Bereich rausgekommen sind, und zwar nicht im richtigen Super Rare Bereich, sondern wirklich diese Random Supers, die eigentlich keinen jucken, weil sie in jedem Booster mindestens einmal drin sind. Da will ich mal so einen Ordner machen. So ein Projekt von mir, deswegen schauen wir uns jetzt hier nicht weiter an, was sich da hinten noch verbirgt. Das sind alles Super Rares tatsächlich. Und das will ich auf jeden Fall machen. Das wird ein lustiges Projekt. Die habe ich auch nicht mit reingerechnet tatsächlich. Und ja, ich hoffe, euch hat der Ordner gefallen. Wir sind an der Stelle fertig. Und ja, das ist so ein Gulasch-Ordner, wie man ihn bei mir ab und zu mal findet. Ich nenne ihn gerne Gulasch-Ordner, weil hier halt ziemlich viel auch drin ist, was da eigentlich gar nicht reingehört, und weil es halt auch nicht nach Auflagen sortiert ist. Das mache ich normalerweise. Aber genau, an der Stelle befinden wir uns am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und wenn ihr natürlich Vorschläge für Videoideen habt, könnt ihr mir jederzeit in die Kommentare schreiben. Ich nehme die ernst, ich überlege mir die auch. Demnächst wird auch das neue Format, das schon länger angekündigt ist, released werden, nämlich der Investment Talk. Ich versuche mich jetzt ab Februar auch wieder auf die History-Folge zu konzentrieren, die schon seit so langer Zeit in Planung ist. Und es kommt einiges auf uns zu nächster Zeit. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video, und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.